Das hellgrüne Teichlebermoos Riccia fluitans, auch als schwimmendes Teichlebermoos oder Kristallkraut bekannt, ist schon seit Urzeiten in der Aquaristik vertreten. In der Natur kommt dieses Sternlebermoos praktisch weltweit vor. Ihr bekommt dieses Moos bei uns als In-vitro-Pflanze geliefert. Das bedeutet, sie wird im Labor unter sterilen Bedingungen gezüchtet und ist somit frei von Schnecken, Algen oder sonstigen Schadstoffen. Als Schwimmpflanze wurde es gerne als freitreibendes Pflanzenpolster an der Wasseroberfläche, in Ableichbecken und zur Zucht von schaumnestbauenden Fischen, wie zum Beispiel Kampffischen, verwendet. In seinen feinen Strukturen finden Fischlarven an der Wasseroberfläche Schutz und Verstecke. Trotzdem spielte dieses hübsche, hellgrüne Schwimmmoos in der Aquaristik eine eher untergeordnete Rolle und kam in der Pflanzenaquaristik gar nicht wirklich vor. Das änderte sich, als Takashi Amano das Teichlebermoos für seine Aquascapes als Unterwasserpflanze entdeckte. Das recht anspruchslose Riccia fluitans wächst schnell. Wird es als Schwimmpflanze gezogen, ist es ausgesprochen genügsam. Wird Riccia jedoch als Bodengrund oder Begrünung von Hardscape verwendet, sollte es mittelstarkes bis starkes Licht bekommen. Eine CO2-Düngung ist dann ebenfalls von Vorteil. Dann beginnen die Riccia-Polster im Aquarium deutlich sichtbar zu assimilieren. Die klaren Perlen aus Sauerstoff in den hellgrünen Polstern sind ausgesprochen attraktiv und geben im Aquascape oder Pflanzenaquarium ein tolles Bild ab. Eine gute Düngung mit Makronährstoffen und Eisen im Aquarium ist der Farbe und einem kräftigen, gesunden Wuchs des Teichlebermooses ebenfalls sehr zuträglich. Da Riccia nicht fest wächst und keine Haftwurzeln ausbildet, müssen die Polster regelmäßig zurückgeschnitten und neu aufgebunden werden. Den Rückschnitt kann man direkt verwenden, um weitere Polster zu schaffen. Zu große Polster tendieren dazu, sich aufzulösen und aufzuschwimmen. Man sollte bei Riccia daher mit dem Rückschnitt nicht zu lange warten.